das Ding da hinten, das ist, glaube ich, dieser riesige Jade-Drache. Schön gemacht haben sie es ja auf jeden Fall. Also Mühe gegeben auf jeden. Und schlecht von Kung Fu Panda geklaut, finde ich nicht. Außerdem ist es heutzutage eh schwer, irgendwas neu zu entwickeln, was noch nie da gewesen ist. Weil es gab alles schon irgendwo. Hallo. Bringt die Jade zu Historiker den Feldmeister Sawa, Drachenmeister Shoko und Zuchtmeister Emi. Mögen euch die Nebel beschützen. Alle hier in der Nähe, das ist schön. Willkommen. Möge die Jadeschlange euch leiten. Seid gegrüßt. Die nächste Runde geht auf mich. Berichtet mir von euren Reisen. Möget ihr eure Leidenschaft. So, und das andere ist bestimmt da oben. Und wie ich gerade richtig gelesen habe, kann der eine mich hochbringen. Hallo. Mit einem Katapult. Keine Eile. Berichtet mir von euren Reisen. Achso, ne, das ist ein Drache. Ich sag doch ja, der Drache. Geduld, Geduld. Toll, ich dachte, mir erzählt das die ganze Zeit und ich war's warten. Da war es hier unten mein Quest-Typ. Scheinkleister zu spät. Tudum. Wie froh ich bin, dass ich doppelte Beweglichkeit habe, wenn ich tot bin. Sieht auch immer in Innis und Raids geil aus, wenn man stirbt und gerade eine andere Truppe auch tot ist und man dann an den eiskalt vorbeirennt. Hallo. Willenskraft. Sprecht mit dem ältesten weisen Wind Yi vor dem Eingang zum Tempel der Jadeschlange. Sprecht mit dem Drachmeister Shoko für einen Ritt zum Tempel. Möge die Jadeschlange euch bleiben. Ich denke mal, das ist der. Genau. Hallo. Mögen euch die Nebel beschützen. Willkommen. Oh, ich hab's ja gerade weggedrückt. Ach ne, ich hab das weggedrückt. Berichtet mir von euren Reisen. Auf jeden Fall ist da auch ein Klugpunkt, den sollte ich gleich holen.
Also der Tempel ist natürlich mal prächtig. Oh, hier scheint auch eine Instanz zu sein. Ihr seid auch gewundert, wenn ich... herzlichst willkommen. Alle Kämpfer mit so einem Haustier. Mit so einer Mini-Jadeschlange. Nicht das blaue Leuchten da unten. Ja, das bin ich. Eure Augen verraten, dass ihr viel reist. Vernichtet Wasserteufel, um den Stab der weisen Mari zurückzubekommen. Immer mit der Ruhe. Sprecht das mit den Leben sollte genossen werden. In der Bibliothek Familie, der Templer. Freunde, essen. Was für der Kleine hier, Fei? Hallo. Des Reiters Bindung. Findet 4 verspielte Schlangen. Tschüss. Den Himmel erleuchten. Schießt 8 Feuerwerkskörper ab. Verprügelt ein paar Bösewichte. Schade, ich wollte gerade sagen, es ist cool, dass ich hier reiten darf. Das ist der Tempel. Schön, dass im Tempel ja Motten sind. Ich höre wen kämpfen mit dem Tier. Oh, ich mag nicht zu Fuß gehen. Ja, ich kann springen. Und da ist er wieder. Welche Weisheit sucht ihr? Vernichtet 8 gefleckte Motten. Immer mit der Ruhe. Das Leben sollte genossen werden. Historische Seiten. Sucht in den Bibliotheken nach befallenen Büchern und zerquetscht 12 Würmer. Möget ihr eure Leidenschaften beherrschen. Ich kann diesen Zauber noch nicht drücken. Ich habe wenig Leben. Jetzt hat mich Uli endlich erkannt. Greif mich die Wärme gar nicht an. Okay, wenn man wahrscheinlich alles mit der Hand machen soll. Und ich kämpfe hier richtig, scheiße. Und
Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Ich habe kein Ziel. Immer noch auf. Ich kann diesen Zauber noch nicht hören. Fertig. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Schon wieder ein Random Drop. Der ist sogar halbwegs gut. Eure Augen verraten, dass ihr viel reist. Ich habe meine Waffe gar nicht mehr. Die sollte ich mal erneuern. Ich bin ja gestorben. Berichtet mir von euren Reisen. Sprecht mit dem ältesten Weisen Renzu am Tempel der Jadeschlange. Möge Jadebach. Der rote Kranich für immer in eurem Herzen. Tja, die sollten im Tempel nicht so viel Bookworm spielen. Was haben wir hier? Ach, Feuerwerk. Das spezielle Orte sind für das Feuerwerk. Oder einfach nur bestimmte Spawnpunkte. Also entweder habe ich gerade Glück oder das soll so sein. Ich glaube, ich hätte einfach nur Glück. Und so macht ein Feuerwerk ja auch richtig Spaß. Alle paar Minuten mal einer, der hochfliegt. Nein. Ihr seid herzlichst willkommen. 60.000 Euro. Die anderen Quests haben hunderte mehr gebracht. So, bevor ich es abgebe, hier vorne ist noch die letzte Schlange, glaube ich. Ja. Schön, ich brauche nicht abmounten. Stab des Seers, okay, das ist da oben. Ich gebe aber dem Kleinen erstmal seine Quests. Seine Schlangen. Ich habe keine Angst vor euch. Viel Spaß! Fertig. Der Wassersprecher. Thank you.
Tadam. Ja, die waren so klein und sahen so schwach aus. Okay, das heißt nicht umsonst Wasserteufel, wa? Na gut, dann buff ich mich mal wieder. Ich habe kein Ziel. Fängt schon wieder. So, jeder von ihnen könnte es haben. Mal gucken, wann wie fit das ist. Die hat nichts. Nummer 5 hat nichts. Nummer 6 hat auch nichts. Nummer 7 hatten. Naja, 7 ist meine Glückszahl. Ich spreche mit dem ältesten Weisen Ranzu in der Nähe des Hochstempels des Jadewalds. Im Tempel der Jadeschlangen. Fiole der vollbewegten Wasser. Auch wieder 8 Gold. Also es gibt ja echt so ein paar Dinge, die richtig viel wert sind. Und random droppen. Okay, ich bin gestorben. Ich habe sowieso Dollar-Rap-Kosten bestimmt. Berichtet mir von euren Reisen. Ihr seid herzlichst willkommen. Wieder der kleine Junge. Eines Tages werde ich so heldenhaft wie ihr sein. Hört der Jadeschlange zu. Tschüss. Und der Kleine hat das Recht, mich hier rumzuführen, ja? Kann ja jeder kommen. Der Kleine ist die Jadeschlange. Okay, irgendwie habe ich sowas erwartet. Ich entschuldige mich für die Täuschung, aber es war notwendig. So jemanden wie euch haben wir in tausenden von Jahren nicht gesehen. Was, der ein paar Bücher? Es war zwingend erforderlich, dass ich zunächst euer Herz auf die Probe stelle. Kommt und reitet mit mir. Es gibt etwas, das ich euch zeigen möchte. Wie hat dann den Sprung gemacht? Die Tempelpriester wagen es nicht, sich der Wahrheit zu stellen. Ich werde alt. Meine Zeit auf dieser Welt ist bald vorüber. Seht ihr die große Statue in der Ferne? Viele Jahre haben die Arbeiter sich dem Bau verschrieben und es ist fast vollbracht. Nur noch ein wenig mehr Jade, wie die, die ihr beschafft habt. Und sie ist fertig.
Und dann? Mit meinem letzten Atemzug werde ich die Essenz meines Lebens in die Statue hauchen. Und ein neuer Wächter wird geboren werden. Seid nicht traurig. Der Kreislauf ist klar. Weder beginnt, noch endet er mit mir. Eines Tages müsst auch ihr vielleicht all das verteidigen, was euch am Herzen liegt. Wenn dieser Tag kommt, erinnert euch an all das Licht und die Wunder dieser Welt und kämpft. Wir leben zusammen oder wir sterben zusammen. Alle Kreaturen Pandarias sind miteinander verbunden. Ich bin erschöpft. Ich muss jetzt ruhen. Macht es gut. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Willkommen. Keine Naske machen, Flutschwimmer zurück. Haltet eure Augen und euer Herz offen. Und Willekrit. 60 End, aber ich habe allein durch meine Sockelung und Verzauberung mehr End. Also nö, die bleibt noch. Ist das jetzt die Instanz, wo ich reingehe, oder einfach nur der Tempel, wo ich eben schon war? Nee, das wird die Instanz sein. Sprich. Die Quests nehmen schon mal. Was kriegen wir denn hier eigentlich? 400er Items, das ist doch schon mal schön. Auf Wiedersehen. Berichtet mir von euren Reisen. Fuhmann. Die Brauerei Sturmbräu und Tempel der Erdeschlange. Wo ist denn die Brauerei? Sagt mir doch gar nichts. Aber egal, ich melde mich für beides mal an. Einmal Belohnung erhalten? Danach kriegt man nichts mehr, oder was? So, ich brauche den Flugpunkt hier noch. Irgendwo. Gehe ich jetzt gleich zu Nazgrim? Oder mache ich erstmal noch die Quest da unten fertig? Sogar gleichzeitig. Okay, Instanz dauert scheinbar. Ich bin der Einzige gerade in der Warteschlange, na geil. Obwohl ich mich für beides angemeldet habe. Hey, das ist schon mal schön. Seht euch um. Nehmt euch Zeit. Genießt. Oh, siehst du, fast 27 Gold wird kosten. Meine Waren wurden mit großer Sorgfalt gefertigt.
Möge euch dieser Tag Freude bringen. Speis und Trank. Gastwirt, dann ist hier auf dem Richtfassen. Nee. Ist abgelaufen. Ist ja doof. Das schleppe ich jetzt aber erstmal nicht mit mir rum. So, ich glaube, ich laufe mal zu Fuß. Obstkarten wegtauchen, die Schlacht um den Balk und Zweifel überwinden. Oh, 1,2 Millionen. Den sollte ich nicht angreifen. Arena, das klingt doch gut. Niemand da. Laufe ich hier einmal nach unten rum. Dann habe ich es erkundet und vielleicht finde ich auch eine Quest dazu. Eine Seefahrt, die ist lustig. Ach nee, das passt nicht. Die Hosen sind immer noch freundlich, das ist schon mal schön. Wow, das ist jetzt nicht gut. Brennt ja alles. Zumindest eben von Weitem. Noch was. Gibt's viele von diesen Dingern. Okay, dann halt weiter, wenn hier nichts ist. Vor allem eben waren Hosen da. Erst haben die Bäume gebrannt. Die Häuser auch.